Hi YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute machen wir mit NAT weiter, ne? Network Address Translation. Ihr erinnert euch. Wir schauen uns mal an, was es da so für Begriffe gibt und wie man die einordnen muss, damit man in den weiteren Videos versteht, wovon der Papa redet. Also, dranbleiben! Ja, schauen wir uns das NAT-Verhalten an diesem kleinen Beispiel hier an. Ihr seht hier in der Mitte einen NAT-Router, das heißt also einen Router, der eben NAT spricht. Ja, das ist also jetzt kein besonderer Router, sondern ein Router, der einfach NAT macht. An der linken Seite, an seiner linken Schnittstelle, ist ein privates Netz angeschlossen, ja, also 172.16xx irgendwas. Ja, für unsere Betrachtung jetzt nicht so wahnsinnig wichtig, was für ein privates Netz es genau ist. Es ist ein privates Netz. Und auf der rechten Seite ist dann sein WAN-Anschluss und dort hängt das ganze Internet dran, unter anderem ein Server mit der ausgedachten IP 15.16.17.18. Ja, soweit so gut. Das ist das Szenario und dieser PC möchte jetzt ein Paket an den Server schicken. Wir wissen, im Netz werden private IP-Adressen, wenn sie als Quelle oder als Ziel auftauchen, wird ein solches Paket einfach verworfen im Internet. Deswegen muss der Router die Adresse ersetzen und zwar durch seine öffentliche, durch die 89.1.2.3. Ja, das heißt also, das Paket hier auf der linken Seite, das graue Paket, enthält noch als Quell-IP die 172.16.0.10, weil es ja von diesem Rechner kommt und der Rechner macht das, was er immer macht, er trägt seine eigene IP-Adresse als Absender ein. Und die Ziel-IP-Adresse ist die des Servers, also 15.16.17.18. Soweit, so einfach und natürlich wissen wir jetzt, okay, dieser Router hier, ja, er nimmt also die Quell-IP-Adresse raus, die alte. Ja, das Rot-Paket sieht jetzt also etwas anders aus und er setzt die Quell-IP-Adresse jetzt durch seine öffentliche, durch seine Public-IP, die er vom Provider zugewiesen bekommen hat. Ja, soweit, so gut. Schauen wir uns die NAT-Terminologie für dieses obige Beispiel mal an. Wir sehen, da gibt es eine Inside Local, eine Outside Local, eine Inside Global und eine Outside Global Address. Ja? Und wir müssen also unterscheiden zwischen Inside und Outside. Und mit Inside ist immer der Router selbst oder das private Netz gemeint. Also hier sind die vier Begriffe. Ne? Wir haben Inside, wir haben Outside, wir haben Local und wir haben Global. Und mit Inside ist immer das private Netz oder der Router eben gemeint, ja, bei diesem SourceNAT hier. Das heißt also, ja, wir haben Inside Local, ja, das ist die lokale, die private Adresse, ja, und wir haben die Inside Global, ja, das bedeutet also immer noch auf der, ne, bei dem Router, wo wir sind, ja, bedeutet es die globale, also die öffentliche IP-Adresse. Ja. Outside meint der Zielrechner. Generell ist Outside immer das Ziel. Ja. Und da gibt es natürlich keinen Unterschied zwischen einer Local und einer Global Address, denn da wird keine Address Translation vorgenommen. Das heißt also, bei Outside ändert sich eigentlich nichts. Ne? Wir haben die Inside Local und die Inside Global, das sind beiden verschiedenen IP-Adressen. Und Outside bedeutet der entfernte Rechner. Und bei dem tut sich nun mal nichts in dem Moment. Deswegen sind Outside Local und Outside Global die gleichen IP-Adressen. Wenn wir jetzt noch Destination NAT hätten, dann könnte sich das auch verändern. Okay, ja, und wenn man dann also jetzt in die NAT-Tabelle unseres NAT-Enabled Routers schaut, ja, dann sieht es also folgendermaßen aus. Oh, hier fehlt ein Strich. Dieser Rechner hier ist natürlich hier angeschlossen. Das habe ich auch schon mal schöner gemalt. So. Ja, wenn wir uns das also anschauen in der NAT-Tabelle, dann steht in der NAT-Tabelle von dem Router, ja, findet ihr jetzt also genau diese Begriffe. Ne? Ihr seht also eine Inside Local, eine Inside Global, eine Outside Local und eine Outside Global Address. Ja? Und das sind also die Adressen, die auch in der NAT-Tabelle drinne stehen. Ja? Und man muss die natürlich richtig deuten können. Und deswegen nochmal, Inside bedeutet alle Adressen, die jetzt mit dem Router selbst und mit dem Ziel, also mit der lokalen eben, ja, ne, mit der lokalen Adressierung zu tun haben. Und Outside bedeutet beim Ziel. Ja? Also auf der anderen Seite, der entfernte Rechner. Ja? Und ja, Local und Global ist eigentlich, denke ich, ganz logisch. Ne? Local bedeutet halt in dem Fall jetzt hier, also da kann es eben einen Unterschied geben zwischen einer lokalen und einer globalen Adresse, wenn denn eine Ersetzung stattfindet. Ja, wie nochmal, hier auf der rechten Seite findet keine Ersetzung statt. Der Server hat ja eine öffentliche IP-Adresse.
Und entsprechend haben wir da eine Outside Global Address, die auch der Outside Local Address entspricht. Ja. Wie gesagt, das ist ganz wichtig, diese Erkenntnis oder das zu wissen, diese Begrifflichkeiten zu kennen, weil mir ist also aufgefallen, im Curriculum sind immer wieder Fragen, die genau darauf abzielen, jetzt in den Chapter-Tests wie auch in den Finals. Und wenn man dann eben wenn man es dann durcheinander wirft, dann lässt man halt einfach wertvolle Punkte auf dem Weg liegen. Und das muss ja nicht sein. Ja, also ich denke, viele von euch werden irgendwann entweder den CCNA machen oder werden sogar in der Schule eben diese Chapter-Tests machen und werden im Zuge der Networking Academy zumindest da bestimmte Zertifikate erwerben. Und dann ist es schon ganz gut, wenn man diese Begrifflichkeiten wirklich gut und sauber kennt und trennen und sich behalten kann. Und deswegen, wir denken immer über dieses Inside und Outside nach. Das ist der wichtige Punkt eigentlich. Wenn ich Inside und Outside verstanden habe und weiß, dass das der entscheidende Begriff ist, nicht das Local und das Global, sondern das Inside und das Outside, das ist der eigentliche Trenner. Und wenn ich das mal verstanden habe, dann ist eigentlich alles ganz gut. Das war's soweit schon für dieses Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst ihr mir einen Daumen nach oben und ein Abo da. Ansonsten könnt ihr mir gerne Feedback hier unten da lassen, wie ich es beim nächsten Mal vielleicht besser machen kann, so dass es euch gefallen würde. Also, ihr Lieben, das war's soweit. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.